Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott aus Hohenwart bei Meringöd. Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister, spricht gerade seine große Wahlkampfrede, um die Freien Wählerkandidatinnen für Bezirkstag und Landtag zu unterstützen. Am Dienstag, den 19. September, fand in Hohenwart ein politischer Abend der besonderen Art statt. Als hochkarätiger Gast konnte der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewonnen werden, der an diesem Abend die Kandidatinnen aus dem Wahlkreis Altötting unterstützte. Die Freie Wähler-Politikerin Mary Fischer, Barbara Strehle und Andrea Wittmann zeigten sich begeistert von der Anwesenheit des Ministers. Im Festzelt versammelten sich knapp 2000 Gäste, die gespannt auf die Eckpunkte von Aiwangers Rede zum politischen Programm der Freien Wähler warteten. Und sie wurden nicht enttäuscht. Mit seiner charismatischen Art und seinem fundierten Fachwissen begeisterte der Wirtschaftsminister das Publikum. Er präsentierte klare Visionen und Lösungsansätze für die aktuellen politischen Herausforderungen, im Land, aber auch auf Bundesebene. Jetzt wollen Sie im ländlichen Raum die Fördermittel kürzen, wollen im Handwerk die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung kürzen, wollen jedes vierte Krankenhaus über die Klinge springen lassen und auf der anderen Seite werfen Sie das Geld mit der Windschaufel vom Fenster aus. Und darum sage ich, diese Ampel hat abgewirtschaftet, diese Ampel soll nach Hause gehen, meine Damen und Herren. Besonders beeindruckend war natürlich Aiwangers Fokus auf die Wirtschaftspolitik. Gerade im Chemiedreieck hören die Leute hier besonders genau zu. Aber nein, Sie meinen ja, Sie wissen jetzt alles besser und wollen uns die Welt ganz neu erklären. Und deswegen glaube ich, ist Zeit, dass der gesunde Menschenverstand sich das nicht mehr gefallen lässt, dass der gesunde Menschenverstand ja wieder sich mehr zu Wort meldet, den Ideologen ein Stoppschild zeigt und ganz klar sagt, am 8. Oktober muss Bayern weiter regiert werden von Freien Wählern und CSU, nicht von den Grünen. Wir brauchen keine Grünen in der Bayern. Er betonte die Bedeutung der starken Wirtschaft für den Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit der Region. Dabei setzte er auf eine ausgewogene Mischung aus Innovation, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Auch die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen und die Schaffung und Ausbau von Arbeitsplätzen standen im Mittelpunkt seiner Rede. Herr Aiwanger, das war direkt das Bekenntnis zur Koalition, wenn die Landtagswahl dann durchgestanden ist und wenn die Freien Wähler wahrscheinlich mit einer fast Mehrheit einziehen werden. Ja, also ich bin überzeugt, dass wir in Bayern vernünftig, bürgerlich, konservativ weiterregieren. Grüne brauchen wir nicht in der bayerischen Staatsregierung. Wir machen mit Freien Wählern und CSU weiter. Es ist gerade so auch dieses Vorwurfselement, was man immer wieder so hört. Ah ja, die ideologisch getriebene Ampelpolitik aus Berlin, die wissen nicht, was wir hier herunten auch machen. Das zieht sich ja doch alles durch. Genauso ist also das Thema damals, dieses Brennholzverbot oder das ständige Herumnörgeln an der Landwirtschaft, am Fleischkonsum, das Herumnörgeln, Kinder sollten immer Cowboy und Indianer spielen dürfen und all diese Dinge, die haben den Leuten, wie man auf Bayerisch so schön sagt, das Kraut ausgeschüttet. Und deswegen brauchen wir vernünftige Politik, wo wir uns wieder um die Alltagssorgen der Menschen kümmern, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können, ihre Heizung bezahlen können, sich ihr Auto noch leisten können, die Schulen funktionieren und so weiter. Das sind unsere Schwerpunktthemen als Freie Wähler. Die Freie Wähler-Politikerinnen Mary Fischer, Barbara Strehle und Andrea Wittmann waren sichtlich begeistert von Aiwangers Auftritt. Sie lobten seine klaren Aussagen und seine authentische Art. Für sie war der politische Abend mit dem Wirtschaftsminister ein großer Erfolg und eine wichtige Unterstützung im Wahlkampf. Ja, also es war ein grandioser Auftritt vom Hubert Aiwanger, so wie wir ihn kennen und lieben und schätzen. Und er spricht halt einfach die Sprache des Volkes und das kommt bei den Leuten gut an. Ja, wir verstehen, was er meint, er spricht uns ins Herz und er ist vor allen Dingen auch aufmunternd. Er gibt uns Perspektiven, er gibt der Politik eine Perspektive und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und was wir jetzt auch gehört haben in diesen knapp 45, 40 Minuten seiner Rede, waren ja auch alles Beispiele aus unserem Alltag. Da merkt man natürlich, er informiert sie und er arbeitet nicht nur die ganze Zeit, sondern er kriegt schon noch mit, was das normale Volk auch bewegt. Ja, das ist ja auch das Wesen der Freien Wähler. Das ist das, was bei uns immer vorne dran steht, aktiv, bürgernah.
Politik von unten nach oben, wie er das eben auch gesagt hat. Ja, erstmal den Leuten zuhören, die Probleme aufnehmen und die dann nach oben tragen. Und das macht er seit vielen, vielen Jahren. Und da merkt man auch, dass das auch mit ein Teil des Erfolges ist, wenn man eben auf den Bürger hört und auf deren Probleme. Jetzt ist es so, auch Sie sind schon jahrelang, fast jahrzehntelang aktiv für das Vertreten der Meinung der Leute ja auch in politischen Ämtern unterwegs. Jetzt ist natürlich so eine Bezirkstags- und Landtagswahl gleich nochmal, das hebt einen selber auch nochmal ganz schön an im Eigenengagement, das man da so aufbringen muss. Was passiert denn dann bei Ihnen am 8. Oktober? Schauen wir mal. Also ich habe für den Bundestag kandidiert für die Freien Wähler und habe aus dem Stand das zweitbeste Ergebnis in Oberbayern erreicht. Aus dem Stand, ich bin eigentlich seit 30 Jahren Pfarrgemeinderat, ich bin Umweltbeauftragte und ich bin eigentlich so wie der Hubert Aiwanger, ich bin einfach mit Fleiß, habe ich dieses Ergebnis erreicht. Also der Hubert Aiwanger war nicht im Kreistag und im Gemeinderat, so wie bei mir, aber ich bin einfach so die Stimme für die Leute, ich höre dazu und setze das um und setze mir einfach ein und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, zuhören und dann umsetzen und einfach anpacken. Und Worte werden zu Taten und das ist einfach mein Motto in meinem Leben und eben auch in der Politik. Also ich kenne die drei Damen, die Fischer, die Strehle und die Wittmann schon seit Jahren. Das sind anpackende Frauen, die wissen, was sie wollen, die brauchen keine Quote, sondern die kämpfen sich auch so durch. Also ich würde mir wünschen, dass die ausreichend Stimmen bekommen und dann auf Landes- und Bezirksebene mitmischen könnten. Robert Buchner, erster Bürgermeister von Mehring und Ortsvorsitzender der Freien Wähler zum gelungenen Abend mit dem Wirtschaftsminister. Ja, letztendlich haben wir letztes Jahr im Dezember sowas, sage ich mal, angefangen zum Planen. Im Januar hat es dann geheißen, der Wirtschaftsminister kommt zu uns auf Mehring, auf alle Fälle. Ich habe dann aber im April einmal ganz vorsichtig nachgefragt und das war dann wirklich ein langer Prozess, bis wir so weit waren, dass ich gewusst habe, er kommt tatsächlich. Also ich sage einmal, Anfang August habe ich endlich dann die offizielle Zusage gekriegt, dass er zu uns herkommt und das war, ja, das war schon eine Zitterpartie für mich. Von daher bin ich jetzt natürlich tot froh und mich freut es narrisch, dass der Abend heute, dass die Veranstaltung so toll gelaufen ist. Und man hat auch gesehen, bürgernah ist ja immer so ein Schlagwort, das liest man in der Zeitung, die Politiker sind bürgernah, kommen und so weiter. Na, bürgernah, das kann man auch spüren und den Eindruck habe ich jetzt gehabt, in dem Zelt, die Leute haben das auch gespürt, dass er weiß, von was er redet. Also der Hubert Aiwanger, das ist für mich ein Politiker, der genau weiß, was die Leute brauchen, wo sie ihnen Sorgen und Ängste sind, dem kann man so gut zuhören, weil der einfach wirklich auf die Leute so ganz, ganz tief eingeht und genau spürt, was eben unsere Sorgen sind. Also das ist unglaublich. Ich habe ihn jetzt auch schon das dritte Mal gehört und dem kann man immer wieder total gut zuhören, weil er einfach wirklich, ja, wie Sie schon gesagt haben, so bürgernah ist und die Leute im Zelt einfach auch mitnimmt. Der politische Abend mit Hubert Aiwanger war ein voller Erfolg. Die Kandidatinnen aus dem Wahlkreis Altötting konnten sich über eine starke Unterstützung freuen und das Publikum wurde von den Eckpunkten des politischen Programms der Freien Wähler begeistert. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser positive Schwung auch in den kommenden Wahlen im Herbst am 8. Oktober niederschlagen wird.